Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Update bezüglich DAX und der Nel Nasa, weil ich da ziemlich viel Zuspruch oder auch Feedback bekommen habe, als ich auch meinen Post gemacht habe letztes Mal. Heute mal ganz ohne Intro und allem drum und dran, ganz schnell. Und ja, komischerweise sieht man hier am DAX, dass ich letztes Mal, ja, als ich das Video zum DAX gemacht habe, da waren wir ja ungefähr, ja, wie soll ich sagen, ja, also in der Region dort, na, wo ich es jetzt gerade einzeichne. Und da hat natürlich das Ganze da oben rechts, also diese, was seitdem eben passiert ist, ja noch gar nicht existiert. Und komischerweise hatte ich da oben den Balken gesetzt. Logischerweise auch, weil dann einfach da diese sehr stark getradete Zone war. Ich zeichne es jetzt gerade nochmal ein hier mit meinem Tool. Na, wo ist denn das? So. Jetzt müsste es eigentlich. Na? Ja, okay. Und genau, und deswegen, ich würde mal sagen, dass wir hier ja jetzt auch nicht mehr zu erwarten haben, dass das hier irgendwie noch groß was passiert im Dezember, denke ich mal, weil wir wissen ja alle, dass letztes Jahr im Dezember diese Bässe waren von über 20%, und da sind sich, glaube ich, auch alle Experten und da draußen und Analysten einig, dass das ein absoluter Ausnahmezustand war. Also eine derartige Bässe im Dezember, die letzte, vor, also abgesehen von 2018, war 2000, also vor über fast 20 Jahren. Und dass jetzt in diesem Dezember wir jetzt sozusagen auch irgendwie eine Bässe hätten oder einen Abverkauf von 10, 20% runter, ist entsprechend unwahrscheinlich. Ja. Und von daher würde ich jetzt mal einfach die Füße stillhalten und den Dezember abwarten. Ich sehe da jetzt keinen, also ich persönlich sehe da jetzt auch keinen Grund irgendwie. Ich habe auch genügend Cash, also ich habe einige Sachen verkauft und liquidiert und auch ein bisschen Gewinne mitgenommen fürs Jahr, um einfach auch für mich persönlich eine Bilanz zu ziehen. Und ist eigentlich soweit ganz gut gelaufen und ja, soweit eigentlich alles für was den DAX betrifft. Ich sehe da eigentlich auch keine Gründe, warum das jetzt nicht nächstes Jahr noch weitergehen sollte. Natürlich wird dann irgendwann vielleicht ein bisschen mal ein Rücksetzer kommen. Auf jeden Fall müssen wir eins betrachten, dass dann nächstes Jahr dann so richtig die Wahlen losgehen. Ja, die gehen ja dieses Jahr nicht so los, sondern erst nächstes Jahr. Und dann hat man natürlich sehr stark politische Börsen. Ja. Und das darf man halt nicht unterscheiden. Das ist dann nochmal ziemlich interessant. Wie gesagt, ich trade ja oder ich mache eigentlich mit den Indizes eigentlich selber gar nichts mehr. Mal zu NL-NASA, weil dort ist ja auch relativ viel Zuspruch gekommen oder beziehungsweise Diskussionsbedarf war da ziemlich viel. Viele haben gesagt, wir sind drin und zufrieden. Einige haben gesagt, also gestern schon wieder einer gesagt, oh, was ist denn heute passiert? 5% ging es runter, um Gottes Willen und so. Ne? Und dazu muss man halt sofort verstehen, dass das einfach eine viel volatilere Aktie ist und deswegen hat man da auch kleinere Positionen, um das einfach psychologisch besser zu verstehen. Bei so einer Nel, ja, als wie jetzt halt eine Linde Gas oder eine Shell oder irgendwie sowas, da wo man teilweise tagelang, wochenlang eine Vola hat von unter einem halben Prozent am Tag, ja. Das ist natürlich hier ein Hotstock. Ich habe ja extra hingeschrieben gehabt, Achtung, Hotstock und Achtung, das geht ja so in zwei Richtungen, ja. Achtung, Aufmerksamkeit, das ist ein heißer Stock, ja, im positiven Sinne, Möglichkeiten, Potenzial, aber auch Achtung, Hotstock bedeutet gleichzeitig auch, naja, die Vola ist eben auch entsprechend größer und das wollte ich einfach mit diesem Video auch nochmal betonen, dass hier 5 oder 10% runter, ebenso aber auch wieder rauf, ja. Eigentlich gar nichts ist, ja. Und wenn wir hier nochmal sehen, wie es da runtergegangen ist, wie ich es hier gerade einzeichne auch nochmal, ja, das ist, ja, da ging es, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen sowas, ja, ging es da um fast 50% runter, 14 Tage, ja. Und ich würde sagen, selbst wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund, und die Sache ist ja die, wenn jetzt gerade wieder irgendwelche Schlagzeilen sind, ja, der Handelstrade, der Handelskrieg ist jetzt doch nicht wieder so gut und so, da geht es ja ständig hin und her.
Und da zieht es natürlich die Aktie mit dem Gesamtmarkt immer auch ein bisschen rauf und runter. Völlig unabhängig davon, was die NEL-Aktie jetzt selbst, ja, wie es der eigentlich geht. Da hat sich nichts geändert, ja. Das ganz normal ist, zieht einfach nur vom Gesamtmarkt, zieht es einfach ein bisschen rauf und runter. Und wenn, selbst wenn die jetzt, halt, sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen, ja, im Gesamtmarkt, ja, also an der NEL-Aktie selber passiert, ändert sich gar nichts oder an der Firma, ja. Damals ist eben die Tankstelle in die Luft geflogen. Das hat eigentlich mit der NEL-Firma gar nichts zu tun gehabt, ne? Das war einfach nur eine Tankstelle, die zufällig das Produkt von NEL verkauft hat, ja. Und dann hat es eben diesen Jump gegeben nach unten. Und wenn wieder sowas passieren würde, leider Gottes hatte ich damals, da wo ich es halt hier eingezeichnet habe, das war, wo war das jetzt, im Mai oder so, da hatte ich eben nicht so viel Cash, ja, wie jetzt. Ne? Wenn das jetzt nochmal passieren würde, würde ich das sogar begrüßen, weil dann würde ich nochmal nachkaufen, ja, ordentlich. Ne? Und so eine Aktie ist halt einfach auch, wie soll ich sagen, auch keine, nichts zum Traden. Ich würde sowieso sagen, grundsätzlich traden, ja, als Privatanleger, lass die Finger weg von kurzfristigen Trading-Gedanken. Ja? So nach dem Motto, oh Gott, heute 5%, 10% runter, ich wollte doch Gewinn machen und so weiter. Sondern auch eine Nelna Asa, ja, ist für mich eine Aktie, die ich, sagen wir mal, ja, mittelfristig, ja, Minimum. Ja. Hier gehe ich davon aus, wenn das durch die Decke, also wenn die Erfolg haben mit ihrer Technologie und allem, dass das halt, dass die Aktie locker mal 1000% machen kann. Das ist wie so eine Amazon vor 20 Jahren oder sowas, ja. Und da schaue ich doch nicht drauf, ist das Ding jetzt 9% runtergegangen heute oder 10 oder 20 oder 5 oder 6 oder 7, ja. Das interessiert mich überhaupt null. Und das ist das richtige Mindset dazu. Und deswegen, aus diesem Grund, wollte ich auch dieses Video einfach nochmal drehen. Und um es einfach nochmal deutlich zu machen, mit welchem Mindset, mit welchen Hintergedanken, mit welchem Ziel, mit welchem Kursziel. Ja, ich hatte ja letztes Mal auch ein Video geschrieben, Kursziel, das habe ich vielleicht gar nicht so gut damit rein eruiert. Das Kursziel hier ist plus 1000%, ja, was mich betrifft. Also, ich glaube an diese Aktie und ich glaube daran, dass das einer der nächsten großen ja, Market Shaker werden kann. Und ja, also die nächste Hostel kommt bestimmt. In dem Bereich wird sich der Markt letztendlich dann auch für einige Firmen entscheiden. Einige, die jetzt dann noch im Markt drin sind, werden wahrscheinlich dann ausscheiden. Das ist immer so. Ja, und dann musst du eben deine Wahl treffen und mit Geld investieren, das du verschmerzen kannst. Ja, mit anderen Worten, um es nochmal deutlicher zu machen, so No-Brainer, so wirklich gesetzte Werte wie Amazon, Microsoft, meinetwegen Apple, was gibt es da noch alles? Ja, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Ja, Visa Card, Mastercard und so weiter. Ja. Da habe ich teilweise bis zu 10% von meinem Gesamtportfolio Positionen drin, ja. Zwischen 5 und 10%. Die machen mein Portfolio eben stabil, ja. Solche Werte, da habe ich teilweise weniger als 1% nur, ja, machen die aus von meinem Gesamtportfolio. Mit dem Ziel, ja, mit dem Kursziel, dass die mal 1000% machen. Das kannst du bei Amazon nicht erwarten mehr, ja, der Zug ist abgefahren. Und dann eben zu einem 5 oder 10% des Gesamtportfolios werden, beziehungsweise ich dann wieder umschichte oder mein Gesamtportfolio eben entsprechend gewachsen ist wieder. Und das ist die ganze Strategie und das Kursziel eigentlich ja, hinter so einer Investition mit so einer Art von sogenannten Hot Stock Aktie. Ja, und damit möchte ich mich auch wieder verabschieden. Ich wollte nochmal kurz dieses allumfassende Update nochmal machen bezüglich DAX und NEL. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.